Die sommerliche Überwärmung. Wer denkt daran, wenn er ein Haus baut, wenn er es plant, wenn er es saniert? Wohl kaum jemand. Und doch ist die sommerliche Überwärmung bei uns in der Salzburger Energieberatung und bei unseren Kunden ein zunehmendes Thema. Es wird immer heißer in den Innenräumen. Hier gibt es Möglichkeiten, neben der Architektur auch Baustoffe, Materialien und Wärmedämmung. Was und wie man hier genau Lösungen findet, das sehen wir uns heute an. Beim Thema Dämmung denken die meisten in erster Linie an den Winter. Durch gute Wärmedämmung allein ist jedoch keineswegs automatisch auch der Schutz vor sommerlicher Hitze gegeben. Von sommerlicher Überhitzung spricht man, wenn durch Wärmeeintrag ein Wohnraum über 27 Grad warm wird. Beim richtigen Dämmstoff kommt es vor allem auf die Speicherfähigkeit des Materials an. Es ist eben die Kombination, also zwischen Wärmedämmung und Speichermasse. Und da vereint halt Zellulose-Dämmung durch eine sehr gute Wärmedämmung und trotzdem eine hohe Rohdichte für einen Dämmstoff und diese Speicherfähigkeit wirklich alle Eigenschaften, um hier vielen, vielen Materialien voraus zu sein. Zellulose besteht im Grunde aus Holz. Durch Recycling von sauberem Tageszeitungspapier entsteht Zellulose. Grob aufgefasert, mit mineralischen Salzen vermischt und in einer Mühle gemahlen, wird sie verschrottungssicher und brandbeständig gemacht. Zellulose gibt es zum Dämmen vorwiegend in loser Form. Also grundsätzlich wird Zellulose-Dämmung in Hohlräume eingeblasen. Im Altbau findet man die sehr oft schon vor. Das sind ungedämmte Tramdecken, ungedämmte Dachschrägen in bereits ausgebauten Dachräumen. Da ist eigentlich überhaupt die einzige Möglichkeit, die einen wahnsinnigen Effekt hat, weil man es dort am ärgsten verspürt. Also das Vorher-Nachher-Erlebnis ist dort ganz, ganz groß. Aber man schafft einen Hohlraum einfach, indem man den Bauablauf bei der Dämmung einer Dachschräge umkehrt. Man macht zuerst die Dampfbremse, Luftdichtheit, dann wird eingeblasen und dann wird zum Beispiel Gipskartonplatte verbaut. Die Behaglichkeitserwartungen der Menschen steigen. Wohnkomfort bedeutet neben warmen Temperaturen im Winter auch angenehme Kühle im Sommer. Damit das gelingt, sollten schon während der Planungs- und Bauphase wichtige Maßnahmen getroffen werden. Fensterflächen gut, schön, aber schauen, wo sie ausgerichtet sind. Wie gesagt, man weiß auch, dass Oberflächenfarbe entscheidend ist. Es ist wichtig, die richtigen Baustoffe zu wählen. Lassen Sie sich das berechnen. Schauen Sie sich den Sonnenstand an auf Ihrem Grundstück. Nicht nur Einfamilienhäuser setzen auf Zellulose als Dämmstoff. Die Schule Schwanenstadt konnte durch eine Generalsanierung die Betriebskosten um 94% senken. Bei 400.000 Euro im Jahr ist das ein bisschen was. Also es macht sich schon bemerkbar, wenn man es gut macht. Das war eine aufwendige Geschichte, das kann man jetzt nicht so einfach, aber es war ein Wahnsinnseffekt. Das muss man sich einmal vorstellen. Sommerliche Überwärmung, also das zu heiß werden im Innenraum, ist ein zunehmendes Thema. Bei uns in der Energieberatung der Salzburger AG, aber besonders bei unseren Kunden. Nun, was kann man tun? Umsichtig und überlegt planen. Das beginnt bei der Architektur, aber natürlich auch bei der Wahl der Baustoffe, der Materialien, der Wärmedämmung. Und als nächstes natürlich die Beschattung. Und zwar eine außenliegende Beschattung des Gebäudes ist hier ganz wichtig. In weiterer Folge ist das Kühlen, und zwar das passive oder natürliche Kühlen, sprich Lüften. In der Nacht gekipptes Fenster, offene Fenster, Querlüftung. Und wenn man das alles erledigt hat und es ist immer noch zu heiß, dann ist man bei der mechanischen Kühlung oder Klimatisierung hier eines Raumes, einer Wohnung oder eines ganzen Betriebs.